Hey. Okay, das heißt, ich setze mich jetzt in den nächsten Zug nach Hamburg, komme dann dort an den Flughafen und dann holt er mich dort ab. Okay, heute geht's nach Hamburg. Heute bin ich zu einem Event von Ubisoft, Nvidia und XMG eingeladen. Da geht es um Watch Dogs 2, was ja vor einiger Zeit schon für die Konsolen rauskam und demnächst bis Ende des Monats auch für PC. Wer meinen Gamescom-Vlog gesehen hat, der weiß, dass ich Watch Dogs 2 ziemlich geil finde, weil ich auch schon Vorgänger gespielt habe. Und da darf ich natürlich nicht fehlen und deswegen geht es erstmal 5 Stunden nach Hamburg. So, ich bin jetzt hier auf dem Event angekommen. Hier steht alles mögliche rum, x verschiedene Stationen mit SLI verbunden und ohne. Die neuesten Grafikkarten von Nvidia, PCs und Notebooks von XMG stehen hier rum. Und was ich auch ziemlich krass finde, was ich gleich nochmal im Detail zeigen muss, sind die ganzen Einstellungen im Spiel. Dass alle Spiele so könnten, ich finde das so geil. Wenn ich mir überlege, dass ich, was weiß ich, zum Beispiel Skyrim selbst modden muss, damit das vernünftig auf meinem Bildschirm hier läuft und ich das hier einstellen kann. Es gibt nur wenige Spiele, die das wirklich so gut machen und das ist ein Traum. So, hier sitzen wir jetzt gerade an einem PC, wo Nvidia Ansel oder wie auch immer das ausgesprochen wird, installiert ist. Das ist ziemlich cool, weil ich hier mich einfach nur irgendwo bewege. Jetzt drücke ich einen Shortcut und jetzt kann ich quasi so ein bisschen wie mein Webcam-Account in Minecraft, kann ich mich frei bewegen. Ich kann hier die Welt rumziehen und alles Mögliche und kann so aus einer dritten Perspektive quasi Screenshots machen. Das Coole ist, wenn wir mal hier rüber gucken, die komplette Wand hier, dieses Poster, das ist tatsächlich ein Screenshot, der innerhalb von Watch Dogs gemacht wurde. Das Ding hat eine Auflösung von 61.000 mal 34.000, was total beeindruckend ist und das kannst du mit diesem Feature hier machen. Was mit Ansel außerdem noch möglich ist, und das ist ziemlich cool, du kannst diese 360-Grad-Aufnahmen auch schon gleich auf eine Virtual Reality-Brille hier schicken. Das sieht man natürlich immer saugut im Video, aber ihr könnt euch vorstellen, wie krass das sein muss, wenn man durch so eine Brille guckt und einfach mal den 360-Grad-Eindruck hat, als wäre man in einem Spiel. Und das Coole ist halt, Watch Dogs wurde dafür nicht extra entwickelt, sondern das geht in jedem Spiel, das das unterstützt, einfach so. Du kannst dich hinstellen, einen Screenshot machen, das auf eine Wand hängen oder dir auf eine Virtual Reality-Brille ziehen. So, ich bin jetzt endlich im Hotel angekommen. Es ist tiefste Nacht, wir haben bis gerade eben noch geredet und Watch Dogs gezockt. Ich weiß noch gar nicht, macht man noch wirklich so Videos, wo man das Hotelzimmer zeigt? Das ist ein Bett, das ist ein Fenster, das ist ein Schreibtisch mit ganz viel Gepäck, das ist ein Spiegel, hallo, und das ist ein Klo. Ja Leute, und damit sind wir auch irgendwie hier am Ende des Vlogs angekommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zwei Sachen sagen. Erstens, ich wurde nicht für diesen Trip nach Hamburg bezahlt. Das heißt, das ist hier kein Product Placement,
nichts gesponsert, sondern ich habe einfach nur die Reise gezahlt bekommen, damit ich jetzt hierher fahren kann und mir Watch Dogs 2, ein Spiel, das mich auch persönlich interessiert, anschauen kann. Das ist mir relativ wichtig, dass ich immer dazu sage, wann ich Geld für etwas bekommen habe und wann eben nicht. Und die andere Sache ist, dass ich mich am Schluss von diesem Video auch nochmal bedanken möchte, denn die Organisation und alles von diesem Event war extrem professionell und es hat richtig viel Spaß gemacht. Deswegen danke Nvidia, danke XMG und wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Videos, wo es nochmal ein bisschen um Technik gehen wird, wieder. Wenn alles klar geht, seht ihr nämlich morgen von mir noch ein etwas in die Tiefe gehenderes Video von Watch Dogs 2, wo ich nochmal ein bisschen mehr in die Details gehe, aber das ist alles ziemlich viel Schneidearbeit, deswegen kann ich nichts versprechen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, das war der heutige Vlog. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, wie ich das hier zusammengeschnitten habe und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao! Von mir aus kannst du schon abnehmen.